Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 5. April 2018. Im Allgemeinen gilt heute: Wenn wir Informationen erhalten, dann sollen wir die Frage stellen, ist es die Wahrheit oder ist es eine Lüge? Das gilt für uns alle. Was noch für uns alle gilt, wir sollen etwas vorbereiten. Was fangen wir an in die kommenden Tagen? Da etwas noch überprüfen oder das planen. Die Gespräche, das kann bei Wiedergeborenen und bei Steinbockgeborenen unangenehm sein. Wenn das zu schwierig ist, lieber warten für einen anderen Zeitpunkt, weil das führt zu Missverständnissen, führt zum Wut, vielleicht sogar zum Streit. Die Wagengeborenen können andere helfen, zuhören oder einsetzen, sich einsetzen für Gerechtigkeit oder sich einsetzen und bei diesen Gesprächen vermitteln und dafür sorgen, dass zu einer Versöhnung kommt, dass es wieder Harmonie herrscht. Die Löwengeborenen haben gerade Glück, was die berufliche Situation betrifft. Eine neue Aufgabe, neue Möglichkeiten oder Chancen, und sie sollen diese Veränderungen oder dieses Glück auch wahrnehmen. Die Jungfraugeborenen haben gerade weniger Glück im Arbeitsplatz, weil sie haben das Gefühl, die bekommen zu wenig Anerkennung, die suchen die Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Sie fühlen sich zurzeit gefangen im Arbeit und zu wenig Anerkennung. Es sind Einschränkungen da. Die Fischengeborenen geht heute auch nicht so gut, aber ein bisschen Geduld, weil in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles, kommt eine Verbesserung. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen und die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, sollen überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die inneren Gleichgewicht, verlieren sie gerade den Kraft. Bei den Skorpiongeborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft, und es kommt alles im Fluss. Die sind auch von etwas begeistert und in den Tagen kommt auch die Bestätigung. Aber nicht nur warten und passiv sein, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen oder Gefühle zeigen. Das ist auch wichtig momentan bei den Skorpiongeborenen. Und das war mein heutiger Tagesbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.